Er gilt als Hardliner und getreuer Trump-Anhänger. Wohl kaum ein US-Botschafter war in Deutschland so umstritten wie er. Nun gibt Richard Grenell seinen Posten als Chefdiplomat laut einem Agenturbericht auf. Nach seiner Ablösung als US-Geheimdienstkoordinator will er angeblich auch seinen Botschafterposten in Berlin räumen. Und zwar schon deutlich vor der Präsidentenwahl in den USA am 3. November. Der 53-Jährige werde bereits innerhalb der nächsten Wochen abtreten, berichtet die deutsche Presseagentur. Grenell war im Februar überraschend von US-Präsident Trump nach Washington berufen worden, um kommissarisch den Posten des Geheimdienstkoordinators zu übernehmen. Hintergrund war, dass der bis dahin geschäftsführende Koordinator Joseph McGuire bei Trump in Ungnade gefallen war und zurücktrat, weswegen eine schnelle Zwischenlösung gefunden werden musste. Nun gibt es aber einen neuen, permanenten Koordinator für die 17 Geheimdienste. Der Senat bestätigte den republikanischen Kongressabgeordneten John Ratcliffe. Grenell hat als Botschafter in Berlin viel Aufsehen erzeugt und harsche Reaktionen provoziert. So griff er die Bundesregierung wiederholt öffentlich scharf an. Meist über Twitter brach er dabei mit der Regel, dass man im diplomatischen Verkehr eigentlich nur hinter verschlossenen Türen richtig streitet.